Detzoner Mikrofon und mit dem Gepäck habe ich den neuen Ort Covered Cavern, heißt er glaube ich. Und wenn ihr hier runterfliegt, dann seid ihr eigentlich schon da. Die drei Fragezeichen werden verschwinden, wenn ihr hier gelandet seid. Und dann könnt ihr hier einiges entdecken. Der Ort ist ziemlich groß, natürlich von der IO besetzt. Also geht erstmal die IO wachen, beziehungsweise bei euch werden hier ein paar mehr Spieler landen. Ich bin jetzt hier im privaten Match. Und so sieht der Boss aus, den ihr finden müsst. Das ist eigentlich glaube ich Brutus. Und der Boss kann sich so ranchargen auf euch und schmeißt auch Granaten bei Bedarf und hat noch eine SMG, die er auf euch feuern kann. Ist aber keine große Sache, den zu killen, weil ich habe ihn hier auch direkt alleine gekillt. Natürlich waren bei mir keine feindlichen Spieler, aber selbst die eine IO-Wache, die noch links am Rand da mitspielt hier, die macht auch keine großen Herausforderungen für mich. Und dann droppt er nämlich unsere Karte und eine mythische MG, die ist auf jeden Fall richtig gut. Damit könnt ihr richtig gut weglasern, sage ich euch jetzt schon. Ihr seht hier, die normale macht 18 Schaden, die blaue, und die goldene macht 22 Schaden. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied. Ich denke mal, hier, das ist die Karte. Damit geht ihr dann zu dem Safe, den ihr aber erst noch finden müsst. Das Ganze ist ein bisschen verzweigt. Vielleicht solltet ihr einfach den Weg gehen, den ich gehe. Aber vielleicht kennt ihr auch schon den schnelleren Weg. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal hier oben durch. Und der Safe, das müsst ihr auf jeden Fall wissen, ist ein wenig tiefer. Ich gehe hier noch durch den Lüftungsschacht, durch diese Betten hindurch. Dann einmal hier runterspringen, weil wenn ihr da rechts gegangen werdet, werdet ihr schon wieder rausgegangen. Und dann geht ihr hier unten in den Safe rein. Ihr seht, es gibt hier nur einen Zugang zu. Das heißt, hier unten werden sich wahrscheinlich Spieler reincampen. Oder auch wenn hier die Endzone ist, kann man hier richtig gut überleben. Hier nochmal die SMG, wie sie abfeuert. Und hier seht ihr einfach mal 4 IO-Kisten, also richtig heftiger Loot. Wer hier startet in der Runde, ist auf jeden Fall bestens ausgerüstet. Hier auf jeden Fall nochmal Vorratslieferung, 4 Stück an der Zahl. Und Munition, so viel könnt ihr gar nicht schießen. Heilung, Blue Life, alles was ihr habt. Und das Geilste ist, es gibt einfach noch 4 Saves. Also auch mega einfach, um Gold zu farmen hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr neu seid, droppt ein Abo. Und haut mal in die Kommentare, ob ihr auch schon hier drin wart.